In diesem Rückblick vom Jahr 2022 rede ich über die Ziele, die ich mir für dieses Jahr gesetzt habe, buchtechnisch, und was davon ich geschafft habe, was ich nicht geschafft habe, wie ich das Ganze jetzt sehe. Ich rede darüber, dass ich deutlich weniger dieses Jahr gelesen habe und warum das so sein könnte. Ich rede über meine eigenen Geschichten, wie sich diese in diesem Jahr entwickelt haben. Ich werde euch mein Lieblingsbuch von diesem Jahr verraten. Was hat mir am meisten Spaß gemacht? Was habe ich am besten in Erinnerung? Und ich gebe einen klitzekleinen Vorausblick vielleicht auf 2023, verliere ein paar Worte auf jeden Fall über das kommende Jahr. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Holt euch was Leckeres zu trinken oder zu essen oder beides. Macht euch gemütlich. Bis gleich. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das hier sind erstmal die Bücher, die ich dieses Jahr gelesen habe. Und es sind tatsächlich deutlich weniger, als ich letztes Jahr gelesen habe. Es sind 18 Bücher. Letztes Jahr habe ich, glaube ich, 38 Bücher gelesen, 36, irgendwie sowas um den Dreh. Es ist also wirklich erwähnenswert, bemerkenswert, deutlich weniger. Und warum das so ist, da werde ich später drauf kommen. Jetzt geht es erstmal um die Ziele, die ich mir gesetzt habe Anfang 2022. Ich habe mir sehr viele konkrete Titel, Buchtitel einfach als Ziel gesetzt, die ich lesen werde. Und es waren einige, und ich kann direkt sagen, ich habe sehr, sehr wenige davon gelesen. Glaube ich, weniger als die Hälfte. Unter anderem unter denen, die ich gelesen habe, war Sharing, Jesus Video, Leben und Schreiben, Sarah. Was ich allerdings nicht gelesen habe, war Eisige Schwestern, eine Geschichte der Menschheit, Immun, nicht, das ist aber gar nicht komisch. Was ich nicht fertig gelesen habe, ist zum Beispiel das Institut von Stephen King, Cujo, Feuerkind, alles Bücher, die ich mir vorgenommen habe zu lesen und nicht geschafft habe. Und tja, das kann man jetzt so als Misserfolg werten, das tue ich jetzt aber nicht. Komme ich aber später auch noch drauf zu sprechen. Ich habe mir auch noch ein paar andere Ziele gesetzt, die jetzt keine konkreten Titel waren. Das war zum Beispiel, dass ich nochmal einen Krimi lese. Und das hat damit zu tun, dass ich eigentlich überhaupt nicht so gerne Krimis lese, weil Krimis sind für mich die normalsten aller Geschichten. So, es ist eine normale Welt und es ist, naja, es packt mich einfach nicht so diese Ermittlungsarbeit tatsächlich. Allerdings hatte ich letztes Jahr ein Buch noch gelesen, einen Krimi, der ganz okay war, der ganz gut war, der cool war. Und deswegen habe ich mir gesagt, ja, also einen werde ich schon noch schaffen dieses Jahr, es wird schon cool sein. Habe ich auch tatsächlich geschafft, ist Der falsche Preuße von Uta Seeburg gewesen. Steht auch hier irgendwo, Buchvorstellung dazu findet ihr hier. Nur hier an der Stelle bemerkenswert zu erwähnen ist, dass es tatsächlich nicht deswegen so ein gutes Buch war, weil der Fall, die Ermittlungsarbeit so spannend wäre, sondern weil die Zeit, in der es spielt, so interessant ist. Es spielt nicht in unserer Zeit, sondern zur Jahrhundertwende. Und das hat das Ganze so interessant gemacht. Und naja, fand ich irgendwie bemerkenswert. Dann habe ich mir vorgenommen, eine Lesenacht nochmal zu machen. Also so, ich setze mich am Abend hin und lese einfach so lange, wie ich Bock habe. Mehrere Stunden, vielleicht die ganze Nacht durch. Das habe ich einmal gemacht und das war sehr cool. Jetzt habe ich es dieses Jahr allerdings nicht nochmal gemacht. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ein paar Mal habe ich dran gedacht. Habe es aber einfach nicht umgesetzt. Ein anderes Ziel war, dass ich ein englisches Buch lese. Habe ich auch nicht gemacht. Das ist tatsächlich sehr schade, weil ich glaube, dass mal ein englisches Buch lesen für mich sehr gut wäre, um mein Englisch ein bisschen zu verbessern bzw. zu verfestigen, weil ich kann eigentlich, würde ich sagen, ganz gut Englisch, aber ich müsste halt mal ein bisschen vertiefen, weil ein Buch auf Englisch zu lesen ist sehr anstrengend. Auch wie bei Serien und Filmen. Es ist so, man muss sich sehr konzentrieren und ich komme da nicht so in den Fluss rein. Das wird wahrscheinlich viel länger dauern, was auf Englisch zu lesen. Und das will ich mal ändern. Habe ich allerdings dieses Jahr nicht geschafft. Das nächste Ziel ist tatsächlich eigentlich ein konkretes Buch. Es ist, dass ich den Dunklen Turm Band 4 und Band 5 lesen werde. Habe ich geschafft, in letzter Sekunde noch. Den vierten Band habe ich, glaube ich, nach einem Dreivierteljahr noch gehört dann. Und den fand ich tatsächlich sehr, sehr schlecht. Buchvorstellung da oben. Dann den fünften Band habe ich gelesen, den fand ich sehr, sehr gut. Buchvorstellung da oben. Fand ich tatsächlich, ist jetzt ganz lustig, dass so der vierte sehr, sehr langweilig war und der fünfte sehr entgegengesetzt dazu extrem gut. Was ich jetzt dazu noch sagen kann, ist, keins der Bücher, die ich jetzt von meiner Liste gelesen habe, von meinen Zielen dieses Jahr, keins davon habe ich deswegen gelesen, weil ich mir gedacht habe, hey, das steht jetzt auf der Liste, das habe ich mir als Ziel vorgenommen, muss ich jetzt wohl mal lesen.
Ich habe dieses Jahr tatsächlich sehr, sehr viel weniger gelesen als letztes Jahr. Und ich habe eine Zeit lang als Grund dafür gesagt, dass ich einfach gerade sehr viel andere Hobbys habe, andere Interessen. Und deswegen habe ich einfach weniger Zeit für das Lesen. Aber meine Fresse, ist dieser Satz dumm. Das ist so ein Bullshit. Und das wurde mir dieses Jahr einfach einmal mehr klar, und zwar am eigenen Leib. Wenn du etwas willst, dann hast du dafür Zeit oder du kannst dir die Zeit dafür nehmen. Wenn du sagst, du hast für etwas keine Zeit, dann ist es ein Zeichen dafür, dass du keine Lust darauf hast. Weil wir haben alle die gleichen 24 Stunden zur Verfügung. Alle Menschen haben 24 Stunden pro Tag zur Verfügung. Und es kommt nur darauf an, wie wir sie nutzen. Es ist nur eine Prioritätensache. Und das hat mir vor allem ein Buch gezeigt dieses Jahr, und zwar das letzte Buch, was ich dieses Jahr gelesen habe. Wolfsmund. Es ist 900 Seiten dick und ich habe 50 Seiten am Tag gelesen, es in 2,5 Wochen durchgehabt und ich habe mir wieder einmal gedacht, naja, ich habe keines meiner anderen Hobbys irgendwie hinüberfallen lassen müssen, aber ich habe die Zeit dafür gefunden, das halt zu lesen und das ist mal wieder so ein Beweis dafür. Wenn man etwas will, dann hat man auch die Zeit dafür oder man kann sie sich schaffen. Irgendwo in irgendwelchen Ecken sind schon so kleine Zeitreserven übrig, die man sich nehmen kann. Das ist so wirklich eine Lektion, die ich dieses Jahr gelernt habe. Aber naja, der Grund, der wahre Grund, warum ich dieses Jahr weniger gelesen habe, ist, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat mich gerade nicht so gepackt gehabt, das Lesen. Und es ist tatsächlich ganz interessant, dass man es wirklich so auf dieses Jahr festnageln kann, sozusagen. Es hat Anfang des Jahres angefangen und hat jetzt Ende des Jahres geendet. So, aber den ganzen Mittelteil des Jahres war es so, dass ich einfach ganz oft an einem Buch saß und gesagt habe, boah, jetzt habe ich keine Lust. Und teilweise lag es daran, dass das Buch einfach nicht so toll war. Teilweise aber auch nicht. Teilweise war das Buch vollkommen okay und vollkommen gut. Und ich fand es schade, dass es mich gerade nicht interessiert hat oder dass ich gerade einfach keine Lust hatte zu lesen. Aber es war halt dann einfach so. Ich habe mich damit abgefunden, habe halt gesagt, ja gut, mache ich halt gerade lieber andere Dinge. Und jetzt packt es mich wieder. Es hat ungefähr mit Wolfsmond angefangen. Die zwei Bücher davor, die ich gelesen habe, waren auch schon super. Oder beziehungsweise haben mich wieder mehr motiviert zum Lesen. War einfach so eine Downphase dieses Jahr wohl. Und das fand ich jetzt so interessant, dass das nicht nur manchmal ein paar Tage ist, wo man gerade weniger Lust hat zu lesen, sondern auch mal ein ganzes Jahr sein kann und dann kommt's wieder. Hattet ihr das auch schon mal? Weil das fand ich jetzt irgendwie bemerkenswert dieses Jahr. Ich habe tatsächlich 2021 im gesamten Jahr drei Kurzgeschichten geschrieben. Ich habe damals gesagt, ja, das ist vollkommen okay, weil ich setze mir da ja keine Deadlines. Ich lasse mich da vollkommen treiben und mal schreibe ich halt und dann schreibe ich mal wieder ein paar Monate gar nichts, weil ich keine Ideen habe und dann schreibe ich halt wieder ein bisschen mehr. Und das ist fein und das ist immer noch fein tatsächlich, aber ich habe dieses Jahr deutlich mehr geschrieben. Von Kurzgeschichten dieser Art, wie ich sie letztes Jahr geschrieben habe, wie ich sie letztes Jahr drei geschrieben habe, habe ich dieses Jahr tatsächlich fünf geschrieben plus 8 Geschichten, die ich auf Instagram hochgeladen habe. Vielleicht habt ihr das mal mitgekriegt. Ich habe im Oktober mal diese kleine Challenge gemacht, so eine Liste von random Wörtern, wo ich versucht habe, in diesem Monat Oktober zu möglichst vielen dieser random Wörter eine Geschichte zu schreiben, so eine Mini-Story, so möglichst atmosphärisch, situativ. Und naja, 8 davon habe ich geschafft, in diesem Monat zu schreiben. Das heißt, es sind eigentlich schon mal 13 Geschichten, die ich dieses Jahr geschrieben habe. Plus noch ein größeres Projekt, an dem ich gerade arbeite. Das ist auch irgendwie interessant zu erwähnen, weil ich sehr lange Zeit über gesagt habe, ich kann nicht mehr als Kurzgeschichten schreiben. Ich habe nicht so viele Ideen, als dass ich da ein Buch draus machen kann, sage ich mal. Aber das ist fein, schreibe ich halt nur Kurzgeschichten. Und jetzt gab es dieses Jahr eine Kurzgeschichte, das war tatsächlich erstmal eine Kurzgeschichte, bis dieser eine Kumpel von mir gesagt hat, hey, Tim, du musst da was Größeres draus machen. Und ich so, ja, nee, das kann ich nicht. Und er so, doch, mach halt einfach. Und ich so, okay, dann mache ich einfach. Und jetzt ist es mittlerweile mehr als dreimal so lang wie meine längste Kurzgeschichte bisher. Es läuft auf was deutlich, deutlich Größeres hinaus. Es ist nicht mehr nur so situativ eine Situation, eine Atmosphäre wie bei meinen Kurzgeschichten, sondern richtige Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Es wird wahrscheinlich trotzdem kein ganzer Roman. Es läuft so ein bisschen auf eine Novelle hinaus. Aber vielleicht mache ich halt dann mal so eine Novellensammlung oder eine Kurzromansammlung. Gibt es ja auch noch. Meilenstein bei meinen Geschichten ist natürlich auch gewesen, dass ich die jetzt auf Spotify verfügbar habe. Ich habe immer gedacht, das ist sowas,
was man nur schafft, wenn man was richtig bedeutet sozusagen. Aber scheinbar nicht. Es ist gar nicht so viel komplizierter, seine Sachen auf Spotify hochzuladen, als es auf YouTube möglich ist sozusagen. Und dementsprechend gibt es jetzt meine Kurzgeschichten auf Spotify zu hören. Entweder sucht ihr da einfach mal nach Kurzgeschichten von Tim Time oder ihr klickt unten auf den Link. Das geht auch. Die 8 Geschichten, die ich jetzt im Oktober geschrieben habe, die gibt es allerdings nur auf Instagram. So viel dazu. Tatsächlich kann ich auch, wenn es darum geht, wie es dazu kam, dass ich mehr geschrieben habe, das finde ich eine sehr interessante Story. Ich habe immer gesagt, das Schreiben ist ein Hobby, aber es ist so schade, dass es ein Hobby ist, was ich nur so selten ausführen kann, weil ich eben nur so selten Ideen habe. Tatsächlich hatte ich dieses Jahr aber diesen Push, diese Idee. Es war tatsächlich inspiriert von Stephen King, der das in Das Leben und das Schreiben gesagt hat, dass ich mir so einen festen Tag gesetzt habe, wo ich mich, egal was ist, einfach mal an einen anderen Tisch setze, alle sozialen Medien, alles mal weg und dann setze ich mich hin, nur mit meinem Schreibmaterial und schreibe. Und wenn ich dann die ersten 15 Minuten mal da sitze und denke, ich habe keine Idee, dann ist es halt so. Aber nach 15 oder 20 Minuten kommt halt vielleicht mal was. Aber ich habe gemerkt, dass das super hilfreich ist, wenn man sich einfach mal nicht nach 2 Minuten, wo man keine Idee hat oder nicht weiß, wie es weitergehen soll, gleich ablenken lässt von irgendwas anderem, sondern einfach mal fokussiert bleibt. Einfach mal die Gedanken schweifen lässt. Warte mal, das ist ein Widerspruch. Einfach mal die Gedanken schweifen lässt und sich nicht gleich wieder mit was anderem ablenkt. Das ist total hilfreich, hat mir total geholfen und es hat dazu geführt, dass ich mehr schreibe. Und neben dem habe ich jetzt auch noch so eine Creative Time mit einem Freund, wo wir uns einmal die Woche treffen. Er zeichnet da ganz viel oder animiert Stuff und ich schreibe oder wir reden auch einfach mal nur darüber, was wir jeweils gerade machen. Und auch das motiviert total, stützt oder pusht total die Kreativität. Das ist total super, das freut mich super, weil es ein Hobby ist von mir und ich kann es jetzt mehr ausführen. Es macht Spaß. Auch letztes Jahr habe ich mein Lieblingsbuch des Jahres bekannt gegeben, beziehungsweise ich hatte 3 Lieblingsbücher bekannt gegeben. Das mache ich jetzt dieses Jahr auch wieder mit 2 Büchern und ich definiere noch mal kurz, was für mich das Lieblingsbuch ausmacht, das beste Buch des Jahres. Ich definiere es nicht hauptsächlich darüber, wie sehr es mich beim Lesen unterhalten hat, natürlich auch, aber vor allem darüber, wie sehr ich es oder wie ich es jetzt noch in Erinnerung habe. Versteht ihr, wie ich meine? Nur als Beispiel habe ich hier mal Der Heimweg von Sebastian Fitzek, habe ich dieses Jahr gelesen im März, April oder so. Und es war wirklich unterhaltsam. Ich habe es sehr, sehr schnell durchgelesen. Es war ein richtiger Page-Turner, aber auch nicht mehr als ein kurzweiliges Vergnügen, sage ich mal. Ich habe es jetzt nicht unglaublich krass noch in Erinnerung. Es hat mich nicht so nachhaltig beeindruckt, versteht ihr? Anders war das beispielsweise bei Frankenstein. Frankenstein habe ich auch im Februar oder so gelesen, ohne jegliche Vorkenntnis über das Thema, über Frankenstein. Und ich habe jetzt noch genau in Erinnerung diese Atmosphäre, diese Stimmung, diesen Grusel, dieses Düstere, was da gezeigt wurde. Und ich habe jetzt noch so, ich habe das jetzt noch in Erinnerung. Und das, obwohl es so alt ist, oder vielleicht auch gerade deswegen, weil es so alt ist, hatte es eben diesen Flair, diese Stimmung, diese Atmosphäre. Es war wirklich atmosphärisch, sehr, sehr stimmungslastig. Und das finde ich immer super. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Dementsprechend ist es in Erinnerung und das soll ein Buch erreichen. Das andere Lieblingsbuch dieses Jahres ist tatsächlich Wolfsmond, der dunkle Turm. Ich konnte mich jetzt nicht zwischen den beiden entscheiden tatsächlich. Hier kann ich natürlich noch nicht sagen, wie sehr ich das in Erinnerung behalten werde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass ich das sehr, sehr stark in Erinnerung behalten werde, weil es war wirklich sehr, sehr bombastisch. Sowohl als alleinstehendes Buch unter diesen jetzt hier war es das Beste dieses Jahres, als auch unter den dunklen Turmbüchern war es bisher das Allerbeste. Es hat mich so umgehauen, dass wir noch mal so viel mehr über den Turm erfahren, so viel Zusammenhänge sehen. War einfach genial und ich glaube, dass ich es wirklich in guter Erinnerung behalten werde. Es sei denn, die letzten 2 Bände sind noch viel krasser. Letztes Jahr habe ich tatsächlich ein extra Video, beziehungsweise sogar 2 extra Videos zum Vorausblick auf 2022 gemacht. Das werde ich dieses Jahr nicht machen, denn ich habe die Feststellung gemacht, die Beobachtung, dass diese Regeln und Ziele beim Lesen einfach schwer einzuhalten sind,
weil es so auch so, so überflüssig ist und einfach nur dumm. Also Regeln und Ziele habe ich in der Arbeit. Aber das Lesen, das mache ich nur für mich. Das ist scheißegal. Wenn ich jetzt sage, ich habe gerade Lust, diese und jene Bücher zu lesen, dann ist das fein. Dann soll ich sie halt jetzt lesen. Aber dann sage ich mir noch nicht, ich habe vor, die jetzt irgendwann dieses Jahr zu lesen. Weil wenn ich Mitte des Jahres Lust auf was anderes habe, dann lese ich halt das andere. Dann muss ich doch nicht sagen, hey, ich habe jetzt auf der Liste stehen, was die ich vor einem halben Jahr geschrieben habe, dass ich aber das und das lesen will oder soll oder muss. Das ist doch Schwachsinn. Und dementsprechend, naja, ich könnte euch meinen Sub vorstellen, was gerade so auf meinem Sub steht, aber ohne irgendwie zu sagen, hey, das werde ich demnächst lesen, weil das kann ich nicht versprechen oder weder euch versprechen sozusagen, ihr erwartet das natürlich nicht, weiß ich, noch mir versprechen sozusagen, weil das ist halt Schwachsinn. Beim Lesen sollte man sich treiben lassen. Ich sollte nicht mir irgendwie vorschreiben, was ich tun soll, sondern einfach mich treiben lassen. Und das habe ich so krass in diesem Jahr noch verinnerlicht. Scheiß auf irgendeine Reihenfolge, scheiß auf irgendwelche Vornamen, irgendwelche Regeln oder Ziele, sondern mach einfach das, worauf ich jetzt gerade Lust habe. Das ist die Erkenntnis des Jahres tatsächlich. Das einzige Ziel, was ich mir nehme, beziehungsweise das erste von den drei Zielen, die ich mir nehme, ist, beziehungsweise es ist kein Ziel tatsächlich, ich kann es euch jetzt sagen, weil ich schon dabei bin, dass ich den Dunklen Turm jetzt in einem Rutsch fertig lesen werde. Bin ich mir sehr sicher. Der 5. Band war so genial und der 6. Band, an dem ich jetzt gerade dran bin, hat schon so genial angefangen. Ich bin mir so sicher, dass ich nach dem 6. Band sagen werde, okay, jetzt Band 7. Und nach dem 7. Band ist es dann eh fertig, außer es kommt noch Wind, wo ich noch nicht sicher bin, ob ich es lesen werde. Da habe ich unterschiedliche Kritiken zugehört, aber ich werde den Dunklen Turm jetzt sehr schnell fertig lesen. Aber auch da, um das mal so zu sagen, ich mache das nicht, weil ich jetzt sage, oh, das werde ich 2022 irgendwann machen, 23 meine ich, sondern ich habe jetzt Lust drauf, ich bin jetzt gerade gehypt vom Turm, deswegen werde ich das jetzt machen. So einfach ist es tatsächlich. Das andere, eine Lesenacht, werde ich auch noch machen. Nicht irgendwann 2023, sondern jetzt möglichst bald. Weil jetzt habe ich Lust drauf, jetzt habe ich gerade Urlaub und ich werde das irgendwann jetzt im Anfang Januar machen. Habe mir schon einen Termin gesetzt. Da habe ich auf jeden Fall Lust drauf. Werde ich definitiv machen. Und das letzte, ein Buch auf Englisch lesen. Das ist ein sinnvolles Ziel, finde ich. Das ist nicht irgendwie ein dummes Ziel, nur damit ich ein Ziel habe, sondern es ergibt Sinn, dass ich besser Englisch lesen kann, sozusagen, schneller und flüssiger das schaffe. Es ist durchaus ein sinnvolles Ziel und deswegen werde ich jetzt auch irgendwann in meinem Urlaub noch in den Buchladen gehen, mich da mal vielleicht beraten lassen, was ein gutes Buch ist, um es als Anfänger, sage ich mal, auf Englisch zu lesen, was natürlich thematisch am besten auch zu meinem Geschmack passt. Vielleicht habt ihr da auch Vorschläge, könnt ihr gerne mal reinschreiben, wenn ihr welche habt. Aber ihr seht schon, das sind alles Ziele, wo ich jetzt sage, da habe ich jetzt drauf Lust. Und das ist jetzt kein Ziel für 2023 dementsprechend, sondern das werde ich halt jetzt in unmittelbarer Nähe mal machen. Habe ich jeweils schon einen konkreten Termin, aber was juckt mich denn, was ich in einem halben Jahr oder in einem dreiviertelten Jahr oder in einem Jahr mache? So, das ist doch totaler Schwachsinn sonst, oder? Das Jahr 2022 ist echt fast vorbei. Und ich hoffe, dass ihr alle auch so ein schönes Jahr 2022 hattet, wie ich es hatte. Es war wirklich, ja, ein Jahr so schön, wie es schon lange nicht mehr war. Ich habe sehr viele voll positive Erinnerungen an dieses Jahr, sowohl beim Lesen als auch sonst in meinem Privatleben, in der Arbeit. Das war ein tolles Jahr und ich hoffe, dass es für euch das auch war. Und jetzt wünsche ich euch allen, dass ihr auch ein tolles Jahr 2023 habt. Und ich hoffe für euch, dass ihr genau die gleichen Erkenntnisse habt wie ich. Vielleicht hattet ihr die auch schon längst mit diesem ganzen Zeitnehmen für die Dinge, die einem Spaß machen. Das ist so eine Erkenntnis, die ich jetzt tatsächlich dieses Jahr hatte. Scheiß darauf, was du dir irgendwann mal vorgenommen hast, wenn es unnötig ist. So, mach das, worauf du jetzt Bock hast. Lebe viel mehr im Moment, viel mehr im Jetzt. Das ist so ein dummer, stupider, so oft gehörter und gesagter Tumblr-WhatsApp-Spruch. Meine Fresse, bin ich selber abgefuckt davon, dass ich den jetzt gerade bringe. Aber das ist was ich dieses Jahr gelernt habe. Es stimmt halt einfach. Es ist einfach so, so wahr. Gerade habe ich auf jeden Fall das Gefühl, es ist wirklich wahr und es stimmt. Und ich muss mir das mehr vor Augen halten. Das gilt auch nicht nur fürs Lesen tatsächlich. Das gilt für alles.
Also klar gibt es Dinge, die man halt mal machen muss und dann muss man sich Ziele setzen. Aber es gibt so viele Dinge, womit man sich unnötig stresst, wo man unnötig sagt, ja, ich müsste mal oder so. Macht einfach, worauf ihr Bock habt. Und verinnerlicht euch diesen Satz, oder beziehungsweise, dass es dumm ist zu sagen, man hat für etwas keine Zeit, worauf man Lust hat. Weil worauf man Lust hat, dafür hat man Zeit. Man muss sie sich nur nehmen. Es ist so einfach, es ist so krass. Also, es ist wirklich so einfach. Und ich wünsche euch einfach, dass es euch auch so geht, dass es manchmal wirklich einfach ist oder wirklich einfach besser ist, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen zu chillen, ein bisschen weniger sich Stress machen zu lassen und ein kleines bisschen mehr im Moment zu leben. Ja, das war's jetzt erstmal. Ihr habt es vielleicht schon ein paar Mal gehört, es böllert draußen schon voll. Ich gehe jetzt erstmal los zur Silvesterparty und ich wünsche euch, dass ihr auch einen coolen Abend jetzt habt, eine coole Nacht, was auch immer ihr macht. Und wenn es nur alleine zu Hause rumsitzen ist, rutscht gut rüber ins neue Jahr. Habt ein tolles neues Jahr 2023. Habt eine tolle Zeit generell. Lebt euer Leben und wir sehen uns im nächsten Jahr. Bis dahin, ciao.